Nvidia, blicken wir auf die nächste Earnings. Ganz, ganz interessant tatsächlich. Abercrombie & Fitch, eigentlich so ein bisschen zweite oder fast dritte Reihe, also ein Einzelhandelsklamottenhersteller Midcap, meinte Luca gerade schon. Phänomenale Performance tatsächlich auch dieses Jahr hingelegt, eine der besten Aktien auch im vergangenen Jahr. Ist auf jeden Fall mal wert, dass wir die uns vielleicht mal im Aktienrad oder in der Investmentwerkstatt mal näher betrachten. Dieses Jahr immer noch knapp 70% im Plus und hier ähnlich wie bei Nvidia gab es einen Abverkauf hier im Falle von Abercrombie von 15% After Hours, das heißt nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden. Man konnte natürlich die Zahlen oder die Erwartung der Börse deutlich schlagen. Man konnte auf der Umsatzseite schlagen sowie auf der Gewinnseite. Jedoch hat auch hier ähnlich wie bei Nvidia der Ausblick des CEOs auf eine möglicherweise in Anführungszeichen turbulente zweite Jahreshälfte so ein bisschen die Stimmung an den Märkten verdorben und die teure Bewertung, die das Unternehmen nach der phänomenalen Kursperformance der letzten Jahre genießt, ein bisschen abverkauft, wie man hier sieht. Lass uns weitergehen. Das zu Abercrombie & Fitch. Blicken wir noch auf einen nächsten Wert. Tom, ja. Was hast du uns hier mitgebracht? Wieder im Technologiesektor, wieder im Chipsektor. Wir sind jetzt bei Supermicro, hatten wir uns ja tatsächlich auch schon zwei, dreimal hier die Quartalszahlen so ein bisschen näher angeschaut. Und da gab es einen doppelten Rückschlag, haben wir es mal genannt. Es gab zum einen Vorwürfe von dem Privatinvestor oder dem, ja, wie nennt man die, Hindenburg? Hindenburg Research, ja, Hindenburg ein Research. Shortseller, die Shortseller. Auf den Abverkauf des genau, Unternehmens das, setzen. Das hatte ich gesucht. Eine Shortseller-Attacke, die jetzt natürlich in Kombination mit einem verzögerten Jahresbericht relativ schlecht für das Unternehmen aussieht. Das heißt, man hat jetzt am letzten Mittwoch angekündigt, den Jahresbericht, der eigentlich für Ende diesen Monat angekündigt war, zu verschieben um einen Monat, was natürlich immer so ein bisschen Fragen aufwirft. Naja, und auf der anderen Seite haben wir dann nochmal die Attacke von Hindenburg Research, die darauf eingehen, dass das Unternehmen Manipulation der Bilanz vorgenommen hat und dementsprechend gab es in dieser Kombination einen Abverkauf von über 30%. Die Aktie steht immer noch über 50% im Plus dieses Jahr, wurde aber tatsächlich deutlich abverkauft, steht jetzt glaube ich knapp 60% unter den alten Hochs. Zuletzt, gehen wir nochmal weiter, zuletzt haben wir nochmal einen Blick in die Einzelhandelsbranche der USA und da haben wir ja auch in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen unterschiedliche Zahlen gesehen. Ja, also sehr durchwachsen. Ne? Unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben letzte Woche zum Beispiel Target gehabt mit Superzahlen, wir haben Walmart gehabt mit Superzahlen. Auf der anderen Seite hatten wir tatsächlich auch deutliche Verlierer. Best Buy, das Unternehmen für Elektrotechnik in den USA, konnte positiv überraschen. Man hat sowohl die Umsätze als auch die Gewinne steigern können. Man ist in diesem Jahr um knapp 30% im Plus bereits, die Aktie. Das Unternehmen hat dabei so ein bisschen davon profitiert, worüber wir auch schon relativ viel gesprochen haben, dass tatsächlich der Konsum für Elektrotechnik, Elektroartikel, Elektrokonsumgüter, Tablets, Telefone, Computer und jegliches Zubehör, so ein bisschen die Nachfrage in den USA so ein bisschen wieder am Steigen ist. Dementsprechend konnte die Aktie fast 15% in den After Hours, das heißt nach den Earnings, zulegen. Genau, wir haben noch zwei weitere Earnings. Blicken wir einmal, einen Moment, auf Dell, die wir auch vor zwei oder drei Wochen im Aktien-Roundup haben, die sich auf Hardware-Produkte und IT-Lösungen spezialisiert haben und auch sehr stark im KI-Server-Segment vertreten sind. Tom, wie sahen da die letzten Earnings aus? Ja, die letzten Earnings, du hattest das gerade schon angesprochen, das Unternehmen ist stark aktiv im Bereich Server und auch im Bereich KI-Server und konnte entsprechend mit dem aktuellen Trend und der hohen Nachfrage nach Serverlösungen profitieren. Die Serverumsätze oder die Umsätze, die mit Serverlösungen erzielt wurden, konnten um 80% gesteigert werden. Das Unternehmen hat sowohl Topline und als auch Bottomline, das heißt Umsatz und Gewinn, deutlich steigern können. War bei beiden Kennzahlen auch über den Erwartungen der Analysten, hat die Umsatzprognose auch erhöht. Dementsprechend gab es von der Börse eine Aufwertung der Aktie um 3% nach den Earnings. Blicken wir einmal noch auf unsere letzte Aktien-News. Und da haben wir Berkshire Hathaway, das Unternehmen, beziehungsweise in den letzten
letztem Jahr war es ja Nvidia, das Unternehmen, das so die 1 Milliarde oder 1 Trillion und danach 2 Trillionen Market Cap durchbrochen hat. Jetzt ist es Berkshire Hathaway, das Investmentkonglomerat von dem Orakel aus Omaha von Warren Buffett, das Tesla und TSMC und auch viele andere große Unternehmen so ein bisschen im Schatten stehen lassen hat und einen historischen Meilenstein erreicht hat mit der Market Cap, die über 1 Trillion gestiegen ist. Ja, ganz genau. Das Unternehmen, wie Luca gerade schon erzählt hatte, bis seit 1956 wird das Unternehmen von Warren Buffett geführt, hat sich stark fokussiert auf Eisenbahnen, Versicherungsgesellschaften und das klassische Investmentgeschäft? Ja, das klassische Investmentgeschäft fokussiert und hat jetzt erstmalig die 1 Billion US-Dollar-Marke überschritten. Und wir sehen jetzt gleich auf der nächsten Folie nochmal so ein bisschen Überblick, wer denn tatsächlich jetzt in diesem 1-Billion-Dollar-Club zusammen agiert. Wir haben jetzt wieder auf der Nummer 1 vor Nvidia haben wir natürlich Apple. Dann haben wir tatsächlich alle 7 Magnificent 7 hier und ganz am Ende hat es jetzt auch Berkshire Hathaway geschafft, diesen Wert zu steigern. Natürlich mit einer deutlich niedrigeren Volatilität als Unternehmen wie Nvidia oder tatsächlich Technologieunternehmen, wie wir sie mit Alphabet oder Amazon haben. Genau, das soll es für heute oder für diese Woche mit den Aktien-News gewesen sein. Blicken wir noch einmal auf die Upcoming Earnings. Und wir haben hier unsere schöne Upcoming Earnings-Tabelle für diese Woche. Wir sehen, ein Großteil der Earnings sind durch aus dem S&P. Wir haben die großen Tech-Werte gesehen. Es sind jetzt nur noch viel Mid- und Small-Cap-Werte, die Zahlen vorlegen. Wir haben zum einen am Dienstag Zscaler, ein Cyber-Cloud-Security-Anbieter wie ein GitLab-CRM-System, das Pendant zu Salesforce, mit Asana eine Projektmanagement-Software, 2, 3 große KI-Unternehmen mit C3 AI, UiPath, auch DocuSign, die auch immer vermehrt KI integrieren in ihre Softwarelösungen. Wir sehen aber auch noch Dollar Tree und Dick's Sportsgood, 2 große Einzelhändler aus den USA, die wieder so ein bisschen Aussicht aufs Konsumklima und damit die Zinsentwicklung geben können. Wir sehen Hewlett-Packard, quasi eine Tochtergesellschaft, die abgespalten wurde von HP, man kennt es, die Server- und Hardwareprodukte herstellen und nochmal ein bisschen spezieller aus Kanada BRP, die stellen Motoren und Landwasserfahrzeuge und generell Fahrzeuge her. Blicken wir aber mal in die einzelnen Upcoming Earnings diese Woche und einmal Broadcom. Tom, willst du einmal fundamental lass uns noch zwei machen. Wir sind ja zeitlich ein bisschen begrenzt. Ja, Broadcom wird am Donnerstag Zahlen vorliefern. Es wird natürlich ähnlich wie bei den anderen Halbleiterherstellern eine Umsatzsteigerung und auch Gewinnsteigerung erwartet. Es wird Analysten gehen von einem Quartalsumsatz von 13 Milliarden US-Dollar aus, eine deutliche Steigerung gegenüber den knapp 9 Milliarden im vergangenen Jahr. Darüber hinaus soll auch der Gewinn deutlich gesteigert werden. Man geht davon aus, dass besonders die KI-bezogenen Umsätze, das heißt die hochwertigen Chips, die auch für KI-Lösungen in Endgeräten eingesetzt werden können, dass besonders die deutlich von den Entwicklungen der letzten Quartale und auch den Plänen der Gerätehersteller wie Apple oder Samsung deutlich profitieren werden und entsprechend es eine positive Entwicklung nach den Quartalszahlen geben wird. Genau, aus charttechnischer Sicht sehen wir hier so eine längere Konsolidierung, jetzt ein steigender Aufwärtstrend, der sich wie gesagt versteilt hat. Hier immer Bracketbildung bzw. 2 Konsolidierungsphasen und man hat 2 Unterstützungen bzw. eine Unterstützung, einen Widerstand. Genau, das aus charttechnischer Sicht. Gehen wir noch auf einmal auf C3 AI ein, das Unternehmen, das auch von dem KI-Hype profitiert hat. Tom. Ja, profitiert hat, aber besonders, wie man jetzt hier in der langfristigen Betrachtung sieht, nicht so profitiert hat, wie es damals tatsächlich um die 2021er Jahre der Fall war. Das Unternehmen ist deutlich noch im Schatten seiner selbst, ist, glaube ich, knapp 90% immer noch im Plus, im Minus im Moment von seinen Höchstständen. Ja, und das Unternehmen konnte noch nicht so richtig Traktion gewinnen. C3 AI, also künstliche Intelligenz, tatsächlich ja sogar im Namen. Der Ticker ist ja auch AI, also Artificial Intelligence, also zeigen eigentlich alle Zeichen auf positive Entwicklung mit dem momentanen KI-Trend. Aber auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen das zwar deutlich zeigen. Es konnten die Umsätze in den letzten Quartalen gesteigert werden. Jedoch auf der Verlustseite gehen tatsächlich Analysten jetzt in diesem Quartal von einer Ausweitung der Umsätze um 13 oder auf 13 Cent je Aktie aus. Entsprechend
ja, interessante Entwicklungen, die da vielleicht noch auf uns zukommen, aber charttechnisch natürlich eher eine Niete, würde ich fast sogar sagen. absolut. Gehen wir noch mal weiter. Ja, lass uns sonst vielleicht gleich ganz aufs Ende springen. Machen wir Dollar Zeitlich wird das Tree, sonst ein genau, bisschen eng. Zscaler haben wir gerade noch mal gesprochen, Cybers Cloud Security Anbieter, dann haben wir Hewlett Packard, wie gesagt, eine Tochtergesellschaft und eine Aufspaltung von HP. Gehen wir einmal noch zu den Wirtschaftsdaten, weil das kann relativ oder ist relativ interessant. Wir sehen den gesamten Einkaufsmanager-Index in den USA für August. Hier wird ja eine minimale Steigerung erwartet. Wie gesagt, alle Werte ab 50 sind eigentlich als positiv zu werten. Hier sehen wir trotzdem eine leichte Erholung. Dann sehen wir Mittwoch die JOLTS und die ADP-Beschäftigungsänderung, also die ersten US-Arbeitsmarktdaten, wie gesagt, die weiterhin auf die Zinsentwicklung Einfluss nehmen können. Dann sehen wir am Freitag Industrieproduktion in Deutschland zur Abwechslung und dann halt, wie gesagt, die Hauptarbeitsmarktdaten, einmal die Arbeitslosenquote in den USA, die auch ja leicht rückläufig prognostiziert wird und die Beschäftigung, was auch relativ wichtig ist, außerhalb der Landwirtschaft in den USA, da wird auch eine deutliche ja, Ausweitung erwartet. Was steht diese Woche und nächste Woche noch an, Tom? Ja, wir gucken uns diese Woche im Aktien-Roundup, sind wir wieder im Bereich der Getränkehersteller unterwegs. Wir schauen uns Coca-Cola an, aber seid gespannt, wahrscheinlich nicht das Coca-Cola-Unternehmen, an das ihr jetzt gerade denkt, sondern tatsächlich gucken wir uns so ein bisschen ja, die Vertriebsstruktur des Unternehmens an und wollen da mal einen näheren Blick drauf werfen, wie das Unternehmen das gelöst hat. In der Aktienwerkstatt werfen wir dann einen weiteren Blick auf ja, weitere Hersteller der Getränkeindustrie und dann sind wir nächste Woche wieder im Market Roundup dabei mit Dustin ja tatsächlich, glaube ich, Dustin ist sogar, wieder aus oder? dem Urlaub dabei Ja. und wird auch wieder dabei sein, logischerweise. Genau das diese Woche zum Market Roundup. Vielen Dank, Tom, dass ich mit dir das heute moderieren durfte. Und dann viele erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Format. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.